Willkommen zu Videowissen. Wir hatten ja auf Kraftwerk Erde schon einen Beitrag zu Dürre und Wasserkreislauf und heute beschäftigen wir uns mit Starkregen und Hochwasser. Okay, also im Video auf Urknall, Weltall und das Leben, da haben wir über das Kraftwerk Erde gesprochen und den Wasserkreislauf und wie der thermodynamisch angetrieben wird und uns überwiegend auf Dürren konzentriert und dass Deutschland halt in den letzten 30 Jahren trockener geworden ist. Nun, in diesem Jahr ist es äußerst feucht. War auch gerade im Bericht vom Deutschen Wetterdienst, dass also in den letzten 12 Monaten so viel Wasser gefallen ist wie noch nie in den Aufzeichnungen. Also können wir mal darauf eingehen, wie das eigentlich ist mit der anderen Seite des Wasserkreislaufs, also wenn es nicht zu wenig Wasser gibt, sondern wenn es zu viel Wasser gibt. Also mit anderen Worten, wir wollen uns jetzt ein bisschen detaillierter die Niederschlagsphase angucken. Und da möchte ich anfangen, auch vor ein paar Wochen war ich in Italien, gab ein ganz heftiges Gewitter mit Orkanböen, das hat geweht und gewindet und es hat dann danach in tonnenweise Wasser geschüttet. Sieht man hier ganz schön, wie das runtergeregnet hat und wie sich im Nu Bäche auf Straßen gebildet hat. Und können wir jetzt mal fragen, was geht da eigentlich so vor thermodynamisch? Und da möchte ich eben das thermodynamisch angucken, was da eigentlich passiert. Und da hatten wir als Konzept diese Aufteilung des Wasserkreislaufs in zwei Phasen, dass wir sagen, also zum einen gibt es eine Verdunstungsphase, was da passiert ist, dass eben Wasser an der Oberfläche von flüssig zu Gas sich umwandelt, den Phasenübergang. Und das wird angetrieben aus Sonnenlicht. Also die Solarstrahlung erwärmt die Oberfläche, damit verdunstet Wasser, aber es entsteht auch Auftrieb. Und dieser Auftrieb, der transportiert die erwärmte und die gesättigte Luft in die Atmosphäre, mischt es mit der ungesättigten Luft. Diese Phase hatten wir uns bereits angeguckt und jetzt wollen wir uns eben auf die Niederschlagsphase angucken, also das sozusagen das Pendant dazu, da wo eben Wasserdampf zur Kondensation kommt, wo es wieder flüssig wird und dann letztendlich ausregnet. Und da ist der Hauptantrieb eben das Wasserdampf, wenn er kondensiert, auch Wärme freisetzt, also auch wieder Auftrieb erzeugt. Und wenn dieser Auftrieb erzeugt wird, dann zieht er feuchte Luft nach und führt zu weiteren Kondensationen. Und letztendlich, wenn es dann der Niederschlag ausregnet, führt das dazu, dass die Luft entfeuchtet wird. Wenn wir uns also das ein bisschen genauer angucken, dann haben wir also Wasserdampf. Normalerweise, was passiert ist, wenn Wasserdampf gehoben wird, wenn Luft gehoben wird, dann wird sie in der Regel kälter. Wenn sie kälter wird, dann bringt man den Wasserdampf näher an die Sättigung. Irgendwann passiert Sättigung, es kondensiert, es formt sich eine Wolke. Und da passiert natürlich eine Menge. Es ist nicht einfach so, dass einfach nur Niederschlag passiert, sondern wenn Kondensation passiert, dann wird die Wärme, die die Verdunstung aufgenommen hat, wird die Wärme wieder freigesetzt. Also mit anderen Worten, wir haben eine Erwärmung, die stattfindet. Von dieser Erwärmung können wir Arbeit verrichten, man kann leisten, man kann das als ein feuchtes Kraftwerk bezeichnen, weil es ja eben ein Kraftwerk ist, was aus der Verdunstungswärme letztendlich angetrieben wird, also wenn es über Kondensationswärme, also die Wärme, die bei der Kondensation freigesetzt wird. Und die Leistung verrichtet Arbeit, sie beschleunigt und erzeugt damit Bewegung. Und diese Bewegung kann eben mehr Wasserdampf zur Kondensation bringen. Und das kann man hier in so einem sogenannten Feedback-Diagramm darstellen. Ich habe hier also diese Pfeile, die gehen im Kreis. Das heißt also, wenn wir dann mehr Kondensation haben, dann haben wir ein Mehr an Wärme. Also wir haben eine positive Verbindung hier. Mathematisch gesehen ist das Vorzeichen der Ableitung. Wenn es mehr Erwärmung gibt, dann gibt es mehr Leistung. Mehr Leistung führt zu mehr Bewegung führt zu mehr Kondensation. Das ist ein sogenannter selbstverstärkender oder positiver Feedback, der also dazu führt, dass so also eine Wolke quasi explosionsartig wachsen kann. Also ich finde, man kann das ganz schön erkennen, wenn man eine Gewitterwolke zum Beispiel sieht. Aber irgendwann, naja, also wenn der Niederschlag dann ausregnet, ist das Wasser ja auch irgendwann mal weg. Mit anderen Worten, was auch stattfindet, ist, dass es zu einer Entfeuchtung kommt. Also mit anderen Worten, es wird Arbeit verrichtet, nicht nur weil beschleunigt wird, sondern es wird auch entfeuchtet. Und diese Entfeuchtung führt dazu, dass die Atmosphäre insgesamt an Wasserdampf verliert und Flüssigwasser halt produziert. Und wenn man diese beiden Sachen zusammennimmt,
dann kommt man darauf, dass wenn so ein Niederschlagsereignis passiert, sich zuerst so eine Dynamik einstellt, die sich selbst beschleunigt und dann irgendwann eben halt abnimmt. Aber auch diese Dynamik ist letztendlich thermodynamisch begrenzt, weil man hat ja nur eine gewisse Menge an Wasserdampf, der kondensiert werden kann. Und je trockener die Luft wird, wenn man die Luft entfeuchtet, desto mehr Arbeit muss verrichtet werden, um Luft zu entfeuchten. Die Gesamtleistung ist allerdings begrenzt, weil sie eben gegeben wird dadurch, wie viel Wärme bei der Kondensation freigesetzt wird. Und das kann man hier in diesem Diagramm hier ganz schön erkennen, dass es da auch ein Maximum gibt. Ich habe hier so typische Zahlenwerte mal angesetzt. Und das ist, was ich hier zeige, ist die Arbeit, also sozusagen das Niederschlagsereignis über den Zeit des Ereignisses aufintegriert. Und also wenn wir hier anfangen bei gesättigter Luft, und je mehr wir eben die Luft entfeuchten, zu einer geringeren relativen Feuchte führt, desto mehr Gesamtarbeit kann verrichtet werden. Und die geht auf in Bewegung und Entfeuchtung. Und je mehr wir die Luft entfeuchten, desto weniger Bewegung kann dann letztendlich entstehen. Also das gibt dann auch so ein Maximum, wie viel Bewegung bewerkstelligt werden kann. Und diese Bewegung ist eben halt wichtig, weil sie eben den Nachschub bereitstellt, um Feuchte zur Kondensation zu bringen. Dieses Konzept von diesem selbstbeschleunigenden Kraftwerk, angetrieben durch Kondensationswärme, das können wir sehr schön sehen im Klimasystem, wenn wir in die Tropen gucken. In den Tropen haben wir ein Zirkulationsmuster, das nennt sich die innertropische Konvergenzzone oder die Hadley-Zirkulation. Wir haben nahe dem Äquator oder um den Äquator haben wir, dass Wasserdampf oder Luft aufsteigt, Wasserdampf wird zur Kondensation gebracht, es wird Wärme freigesetzt, das Kraftwerk leistet Arbeit, beschleunigt Luft und entfeuchtet Luft. Es gibt halt nahe des Äquators entsprechend viel Niederschlag und die erwärmte Luft wird dann in die Subtropen gebracht. Das führt dazu, dass die Atmosphäre in den oberen Luftschichten vergleichsweise warm ist. Es gibt absinkende Luftmassen in den Subtropen. Der Niederschlag ist deutlich geringer. Es wird Wasser verdunstet und dieses verdunstete Wasser wird eben durch dieses Kraftwerk in die Tropen gebracht und eben dann in den Äquator nahe ausgeregnet. Saisonal gibt es natürlich Verschiebungen. Also diese Hadley-Zelle, die verschiebt sich im Sommer, im nördlichen Sommer, also Juni, Juli, August, verschiebt sie sich in die Nordhemisphäre und um Dezember, Januar, Februar verschiebt sie sich in die Südhemisphäre. Aber so bildet sich ein Muster aus, dass wir in den Tropen halt humide Bedingungen haben oder feuchte Bedingungen. Das heißt, dass der Niederschlag deutlich größer ist als das, was potenziell verdunsten könnte. Also wir haben humide Bedingungen und deswegen finden wir in diesen Regionen auch in der Regel entsprechende Regenwälder, zumindest natürlich, als natürliche Vegetationsform. Auf der anderen Seite, wenn wir uns da angucken, wo die Hadley-Zelle wieder runterkommt, da also, wo die Luft entfeuchtet worden ist, in den Subtropen, da ist es so, dass die potenzielle Verdunstung weitaus größer ist als das, was am Niederschlag fällt. Also mit anderen Worten, es ist arid oder trocken und das ist da, wo wir die Wüsten finden. Und wir kommen gleich noch auf dieses Bild nochmal zurück, wenn wir nämlich über den Klimawandel reden wollen. Um die Stärke dieses Kraftwerks noch ein bisschen zu untermauern mit Zahlenwerten, habe ich hier mal typische Werte genommen von Energieumwandlungszahlen. Also wenn wir uns den sogenannten fühlbaren Wärmefluss angucken, das ist also das, was über Auftrieb von der Erdoberfläche in die Atmosphäre eingebracht wird. Da ist auf globaler Skala der Mittelwert ungefähr 20 Watt pro Quadratmeter, die an Wärme durch Auftrieb in die Atmosphäre eingebracht werden. Wenn wir uns im Vergleich dazu den tropischen Niederschlag angucken, das entspricht einer Niederschlagsrate ungefähr von 8 Millimeter pro Tag, dann entspricht das einem Wärmefluss von 240 Watt pro Quadratmeter. Mit anderen Worten, Faktor 10 mehr als der sensible Wärmefluss. Und ich finde, daran merkt man, wie gewaltig diese Hadley-Zelle, diese Hadley-Zirkulation ist als ein Antrieb für die tropische Zirkulation. Wenn wir jetzt den Klimawandel angucken und wie sich der Wasserkreislauf in diesem Klimawandel verhält, dann ist der erste Teil die Verdunstung. Wie ändert sich die Verdunstung?
Das ist ja das, was sozusagen den Wasserdampf in die Atmosphäre bringt und damit auch den Antrieb für diesen Niederschlags, für diese Niederschlagsdynamik. Da hatten wir in dem Video auf Urknall, Weltall und das Leben ja schon gesehen zum Wasserkreislauf, dass es da eine Aufteilung gibt. Mit anderen Worten, wenn die Solarstrahlung an der Erdoberfläche absorbiert wird und auch noch die atmosphärische Gegenstrahlung, also das, was die Atmosphäre abstrahlt, wird an der Oberfläche absorbiert. Ein Teil davon geht in die Emission aus der Oberfläche und der Rest, der führt zur Erwärmung und zur Befeuchtung der Luft. Und im potenziellen Fall kann man das auch über die Thermodynamik beschreiben, weil man letztendlich die erwärmte Luft nur gesättigt halten kann und das führt zu der sogenannten Gleichgewichtsaufteilung. Die habe ich hier nochmal dargestellt. Also das, was an Wärme, was nicht über Strahlung abgeführt wird in die Atmosphäre, bei kalten Temperaturen geht das überwiegend in Auftrieb und bei warmen Temperaturen geht das überwiegend in die Verdunstung. Und mit dieser Gleichgewichtsaufteilung können wir dann eben auch schon sehen, dass es, wenn wir also eine relative Änderung haben, also wir wollen uns angucken, wie ändert sich diese Gleichgewichtsaufteilung prozentual bei einem Grad Erwärmung, zum Beispiel hier bei 15 Grad, das ist hier so war mal die globale Mitteltemperatur, dann sehen wir, dass es sich ungefähr um 2% erhöht. Mit anderen Worten, wir haben, dass die Verdunstung aufgrund dieser Verschiebung dieser Gleichgewichtsaufteilung um ungefähr 2% pro Grad erhöht. Wir haben zusätzlich auch mehr Energie bei der Erwärmung, bei der globalen Erwärmung, weil es ja eben gerade wärmer wird. Das macht nochmal 1% ungefähr mehr aus. Und wir haben, wenn wir jetzt an die Trockenheit in Deutschland denken, wir haben da ja auch einen Trend in der Solarstrahlung. Also wenn man den noch dazu packt, dann haben wir noch einen weiteren Prozent Zunahme. Also wir kommen auf etwa 4% Zunahme pro Kelvin an Verdunstung. Wenn wir uns jetzt angucken, was passiert jetzt mit dem Wasserdampf in der Atmosphäre, der ist gegeben über die Clausius-Clapeyron-Gleichung, also über die Sättigungsdampfdruckkurve, die habe ich hier gezeigt, in Blau, links aufgetragen Partialdruck, unten wieder Temperatur. Also das wohlbekannte Bild, dass wärmere Luft wesentlich mehr Wasser halten kann bei Sättigung als bei kalten Temperaturen. Das können wir auch umformen in eine relative Änderung, also wie viel nimmt denn die Haltefähigkeit der Atmosphäre zu, prozentual. Und dann sehen wir hier, das ist eine relativ gleichförmige Linie hier, die relative Änderung. Also bei 15 Grad Celsius sehen wir hier, das sind so 6-7%, die Fähigkeit der Atmosphäre, Wasserdampf zu halten, entsprechend zunimmt. Also mit anderen Worten, wir haben, der Wasserdampfgehalt nimmt 7% pro Kelvin in etwa zu. Und jetzt sehen wir, dass diese Zahlen unterschiedlich sind. Mit anderen Worten, das kann man sich so vorstellen, dass das Reservoir der Atmosphäre, Wasserdampf zu halten, deutlich stärker zunimmt bei Erwärmung, weil es über Clausius-Clapeyron gegeben ist, nämlich mit den 7% pro Grad Erwärmung. Während die Verdunstung an der Oberfläche, also der Nachschub, um dieses Reservoir zu füllen, eine wesentlich geringere Rate hat, wie der Nachschub zunimmt mit der Erwärmung. Und das liegt eben daran, dass es über die Energiebilanz reduziert ist oder beziehungsweise beschränkt ist, wie viel da eigentlich reinkommen kann. Und das führt dazu, dass das Reservoir eben oder die Energiemenge, die bei Niederschlagsereignissen freigesetzt werden kann, deutlich stärker zunimmt. Der Nachschub aber längst nicht so stark. Das heißt also, was wir erwarten mit dem Klimawandel ist, dass wir stärkere Niederschlagsereignisse haben, aber dass diese weniger häufig auftreten. Das hört sich so ein bisschen widersprüchlich an, aber das will ich jetzt in der folgenden auch gleich noch mal ein bisschen näher erklären. Also zum einen verschiebt sich auch dieses Leistungsmaximum, über das wir gerade gesprochen haben. Also zum einen, weil eben die Atmosphäre 7% mehr Wasserdampf halten kann, steigt die Gesamtleistung, es wird also mehr Bewegung erzeugt, es wird mehr Entfeuchtung bewerkstelligt, das Maximum verschiebt sich allerdings nur unwesentlich. Aber die mehr Bewegung heißt eben halt auch, dass so ein Niederschlagsereignis sogar überproportional stark wachsen kann, wenn wir diese Erwärmung haben. Jetzt können wir uns das zusammennehmen, diese beiden Komponenten. Also die Verdunstung steigt nicht so stark mit dem Klimawandel, Niederschlag oder die Wasser. Haltefähigkeit der Atmosphäre steigt wesentlich stärker. Und das will ich in diesem konzeptionellen Diagramm kurz zusammenführen.
Also wenn wir so einen Wasserkreislauf uns eben zusammensetzen aus einer Niederschlagsphase und einer Verdunstungsphase, was passiert da jetzt? Wir fangen an im Gleichgewicht, also gesättigte Luft. Dann haben wir gesehen, dass es erst diese selbstbeschleunigende Dynamik gibt, wo dadurch, dass Wärme freigesetzt wird, beschleunigt sich der Niederschlagsprozess selbst. Das habe ich hier dargestellt. Das führt in der Regel zu so einem exponentiellen Wachstum. Aber irgendwann hört es auch wieder auf, weil eben die Luft eben entfeuchtet wird und ein gewisses Nichtgleichgewicht sich einstellt. Und da wird die Arbeit für die Entfeuchtungsarbeit eben verrichtet. Dann kommt die Verdunstungsphase und befeuchtet den ganzen Kram wieder. Im Klimawandel haben wir zum einen, dass dieses Referenzniveau zunimmt, weil eben die Atmosphäre mehr Wasserdampf halten kann, auch wenn sich die relative Feuchte gar nicht so sehr ändert, aber insgesamt wird mehr Wasserdampf in der Atmosphäre gespeichert. Also mit anderen Worten, die Amplitude von dieser Dynamik, die nimmt zu. Und wenn mehr Wasserdampf in der Atmosphäre ist, kann eben halt auch mehr Arbeit verrichtet werden. Mit anderen Worten, die Entfeuchtungsdynamik passiert schneller, weil mehr Arbeit verrichtet wird. Und insgesamt wird die Niederschlagsphase dadurch kürzer. Also es findet einfach schneller statt. Es ist schneller und mehr Niederschlag statt mit der globalen Erwärmung. Und auf der anderen Seite erhöht sich halt hier die Verdunstung, erhöht sich eben auch. Aber insgesamt führt es dazu, dass diese Verdunstungsperioden länger werden und die Niederschlagsperioden entsprechend kürzer. Also wir haben eine kürzer und intensiver, und das führt dann eben dazu, dass mehr Wasser in kürzeren Zeiträumen auf die Oberfläche kommt. Also mit anderen Worten, das ist das, was Starkregen oder auch wenn wir an Hochwasser denken, das ist das, was letztendlich passiert. Auf der anderen Seite, wenn wir uns diesen anderen Anteil angucken von der Verdunstungsperiode, die werden länger und auch intensiver, und das können wir dann in Beziehung setzen zu mehr Dürreperioden. Also insgesamt extremisiert sich der Wasserkreislauf bei wärmeren Temperaturen. Das können wir auch wiederum auf die Hadley-Zirkulation oder auf die tropische Zirkulation in der Atmosphäre anwenden. Da gibt es auch eine wohlbekannte Hypothese in der Klimaforschung, die heißt, im Englischen heißt sie The Wet Gets Wetter, The Dry Gets Drier, oder auf Deutsch, ne, das ist die Feucht wird feuchter und trocken wird trockener als Hypothese. Das können wir mit diesem Bild von dem feuchten Kraftwerk, das in den Äquatorregionen sitzt, können wir das sehr gut nachvollziehen. Was passiert? Die Atmosphäre kann mehr Wasserdampf halten. Mit anderen Worten, das Kraftwerk hier in den Tropen, was den starken Niederschlag erzeugt, wird leistungsfähiger, saugt mehr Wasserdampf an, erhöht den Niederschlag da, wo es eh schon regnet. Und auf der anderen Seite erhöht sich die Verdunstung da, wo es nicht regnet. Mit anderen Worten, die Subtropen, da wo also die potenzielle Verdunstung über dem Niederschlag liegt, da wird es trockener. Und in den Tropen, wo es eh schon regnet und der Niederschlag über der potenziellen Verdunstung liegt, da wird es entsprechend feuchter. Und das ist genau das, was diese Hypothese aussagt. Wenn wir das jetzt also zusammenfassen wollen, diese Dynamik von Niederschlag, wie das eigentlich also eigentlich nur das Pendant ist dazu, dass es mehr Dürren gibt. Es gibt eben mehr Dürren und eben auch mehr Niederschlags oder der Niederschlag wird intensiver. Wenn wir das in dieses globale Bild wieder zusammen oder platzieren wollen, dann ist das eben genau hier unten, da wo das Kraftwerk Atmosphäre steht, ist ein Teil davon. Also hier haben wir die Temperatur der Erdoberfläche und der Strahlungstemperatur gesehen. Das ist der Temperaturunterschied, der auch eben den Wasserkreislauf antreibt. Und wir haben gesehen, dass eben ein großer Teil von der Energie, die hier absorbiert wird an der Oberfläche, von der solaren Einstrahlung eben nicht direkt in Auftrieb geht, sondern erst in Verdunstung und dann in Auftrieb, wenn es kondensiert. Also es ist ein Teil von diesem Teil hier. Und was beim Klimawandel halt passiert ist, dass die Strahlungstemperatur gleich bleibt, aber die Oberflächentemperatur nimmt zu. Mit anderen Worten, man hat einen größeren Temperaturunterschied, verschiebt sich mehr in Richtung Verdunstung. Man kann mehr leisten, weil sich der Temperaturunterschied sich erhöht und dadurch die gesamte Dynamik verstärkt. Damit bin ich am Ende dieses Beitrags und freue mich wieder über Kommentare unter dem Video.